Ahoi, ihr Freibeuter der Brettspielmeere und schön, dass ihr heute wieder mit an Bord seid. Durch das heutige Abenteuer führen Millie. Hi. Und euer Kapitän, der Brettspielpirat. Um welches Abenteuer es sich handelt, hat der ein oder andere wahrscheinlich schon am Titel gelesen. Ganz klar, wir spielen heute Andor, das Grundspiel, die verschollenen Legenden. Hier die neuesten und zwar düstere Zeiten. Millie, willst du uns einmal erklären, mit welchen zwei Abenteurern du in dieses Spiel startest? Na klar. Okay, bitteschön. Meine erste Mitstreiterin ist die Talvora. Das ist die Bewahrerin aus den schwarzen Archiven. Sie hat einen Bogen, das heißt, sie kann vom Nebenfeld angreifen. Und ihre besondere Fähigkeit ist, dass sie im Kampf gegen Gors, Krale und Vardax deren Stärke um eine Stufe schwächen kann. Und meine zweite Mitstreiterin ist die Eara, das ist die Zauberin aus dem Norden. Ihre Fähigkeit ist, in einem Kampf einen Würfel mit einer zum Beispiel niedrigen Augenzahl auf die gegenüberliegende Seite zu drehen, sodass sie mehr Punkte erreichen. Sehr gut, sehr gut. Das kann sie aber wahrscheinlich bei jedem, der im Kampf involviert. Natürlich, ja. Okay, passt. Dann trifft es sich ja perfekt, dass ich Thorn, den Krieger aus dem Rittland mitgenommen habe, weil Thorn hat insgesamt 4 Würfeln und seine besondere Stärke ist nichts anderes, dass er beim Leeren eines Brunnen nicht 3 Willensstärke, sondern 5 insgesamt erhält. Somit kommt er schneller zu seinen 4 Angriffswürfeln. Und der zweite Abenteurer, den ich mit in diese Partie nehme, ist der Kram. Das ist ein Zwerg aus den Minen. Und da ist sein Vorteil, dass er auf Feld 71 für 1 Gold jeweils eine Stärke kaufen kann. Bei allen anderen Händlern sowie auch allen anderen Helden müssen 2 Gold für eine Stärke abgegeben werden. Die Helden hatten den Schatten in Kavern besiegt, doch dessen Gebieter Rudner war mit der gestohlenen Speere entkommen. Das blaue Licht hatte von einem Portal hergerührt, das Rudner für seine Flucht geöffnet hat. Die Helden waren ihm hinterhergestürmt und in einem dunklen Gang gelandet. Als sie schließlich dessen Ende erreichten, fanden sie sich im Schatten des Kralfelsens wieder. Die Helden ließen ihren Blick über das Rittland schweifen. Es wirkte sonderbar verändert, verwildert und wüst. Was hatte das zu bedeuten? Sie trafen auf einen älteren Mann und fragten ihn, was geschehen war. Wie könnt ihr das nicht wissen? Es herrscht Krieg. Die Trolle verwüsten das Land. Ich bin nur ein einfacher Met- und Weinhändler. Erlot nennt man mich. Doch auch meinen Wagen wurden von Trollen zerstört und meine Vorräte leergesoffen. Niemand ist vor den Trollen sicher. Ihr seht wie erfahrene Abenteurer aus. Ihr könntet Brandos Schar sicherlich eine große Hilfe sein. Er rüstet sich in seinem Lager für die nächste Schlacht und sucht immer Verstärkung. Oder aber ihr versucht es bei einem der anderen Völker. Sowohl die Bewahrer als auch die Schildzwerge könnten sich als wertvolle Verbündete erweisen. Gegen die Trolle sollten alle zusammenhalten. Die Helden mussten sich erst einmal sortieren. Es herrschte Krieg mit den Trollen und Brandur war am Leben. Auch wenn es schwer vorstellbar war, konnte das nur eines bedeuten. Sie waren in der Vergangenheit Andors in die Zeit der Trollkriege zurückgekehrt und gelandet. Was hatte es also mit der Speere aus Kavern auf sich? Sie öffnet ein Portal in die Vergangenheit. Da die Helden bei der Suche nach Rudner ohnehin keinen Anhaltspunkt hatten, entschieden sie sich, bei einem der 3 Völker nach Informationen zu suchen und zugleich ihre Hilfen anzubieten. Möglicherweise gefährdet Rudner gar die Zeitlinie Andors. Wir mussten jetzt noch einiges zum Aufbau machen. Und zwar haben wir hier 2 Plättchen noch auflegen müssen. Ist bei unserem wunderschönen 3D-Plan natürlich etwas umständlicher, aber ich hoffe, ihr seht uns nach. Dafür habt ihr doch ein wunderschönes Spiel präsentiert. Hier müssten wir normalerweise die Taverne überdecken, die wäre so nicht vorhanden. Und die Burg Brandos würde eben mit diesem Feld 0 Plättchen überdeckt. Bleibt bei uns alles, wie es ist, aber es ist atmosphärisch, es geht zur Sache. Wir starten hier auf Feld 30, wir haben 2 Heilkräuter auf dem Feld 31 und dem Feld 51 ausgewürfelt. Dann mussten wir uns noch für
eine Richtung entscheiden, entweder Brandurs Schar zu unterstützen, mit den Schildzwergen in Aktion zu treten oder zu den Bewahrern der Lieder, zum Baum der Lieder starten. Wir haben uns in dem Fall für die Zwergen entschieden. Jetzt ist es so, die Aufgabe, was wir haben, ist, bevor der Zähler das Feld B erreicht, muss einer von uns hier bei der Mine der Silberzwerge angelangt sein, dann wird Ankunft in der fremden Heimat vorgelesen. Was gibt es noch zu sagen? In diesen Legenden 1 bis 3 kommen Gaben der Schildzwerge vor. Wir dürfen uns zu Beginn eine nehmen. Dazu starten wir noch mit 2 Stärkepunkte. Wir haben weder Trinkschlauch, noch haben wir Gold, noch haben wir irgendetwas anderes. Und der Zwerg, der Kram, hat jetzt die Stiefel bekommen. Und indem es heißt, der älteste Spieler beginnt, darf ich starten. Und zwar, ja, ich habe schon vorgezogen für 3 Stunden. Ich darf ja mit meinen Stiefeln eben für 2 Felder für eine Stunde laufen. Das sind einmal 2 Felder für die erste Stunde, 2 Felder für die zweite Stunde und 2 Felder für die dritte Stunde. Wir haben die erste Aufgabe erfüllt, die uns gestellt worden ist. Wir haben Feld 71 erreicht und Ankunft in der freien Heimat 1. 2 junge Zwergwachen standen in Kaverns Eingang und verwehrten dem Held den Zutritt. Nichts erweckte jedoch den Anschein dunkler Mächte. Rudner war nicht hier. Als der Held schon im Begriff war, umzukehren, ertönte aus dem inneren Kaverns plötzlich eine polternde Stimme. Radan, Bord, ich habe euch doch befohlen, jeden zu mir zu führen, solange er kein Troll ist. Ein kräftiger Zwerg kam herangeeilt. Verzeiht, tretet ein, sagte er und führte den Helden nach Kavern hinein. Ich bin Hallward, Fürst der Schildzwerge. Sagt, was gibt es Neues vom Krieg? Der Held wusste, dass Hallward der Große, der von einigen Zwergen den Beinamen der Wahnwitzige erhalten sollte, neugierig auf alles außerhalb von Kavern war. Ohne auf eine Antwort zu warten, fuhr dieser fort. Ich habe eine Brücke bauen lassen, um Handel mit den Menschen zu treiben. Doch die Trolle blockieren die Straße. Man sollte etwas gegen sie unternehmen. Am alten Wehrturm soll es bereits Kämpfe gegeben haben. Ich sende Arbeiter aus, um den maroden alten Turm zu verstärken. Das sollte ein Vorteil im Kampf gegen die Trolle sein. Helft ihr ihnen? Wir stellen jetzt die Schildzwerge, und zwar diese, auf Feld 71. Jeder Held kann die Schildzwerge mit sich führen. Es ist so, dass die Schildzwerge uns in einem Kampf gegen etwaige Kreaturen mit 4 Stärke unterstützen, aber nur, wenn sie auf dem Feld der Kreatur stehen. Hallward berichtet von alten Zwergentüren, die zu dieser Zeit über das ganze Land verteilt Zugang zu einem unterirdischen Netzwerk aus Gängern gewährten. Doch unten gibt es gutes Baumaterial. Damit sollte der Turm den Horden eine Weile standhalten. Wir legen jetzt sogenannte Wasser- und Feuertüren auf jeweils 3 Felder. Und zwar Wasser auf Feld 5, ein Wasserplättchen auf 45 und ein Wasserplättchen auf 55. Wie ihr sehen könnt, das sind unsere Brunnenfelder. Und dann legen wir noch 3 dieser Zwergentüren mit Feuersymbol auf die 30, wo wir starten. Auf die 37 gleich angrenzend drüben auf der anderen Seite des Flusses und die 61. Wie operiert das Ganze jetzt, wenn wir auf einem Feld mit Zwergentüre stehen, können wir gegen Abgabe von einer Stunde diese Türe öffnen, das heißt, wir legen sie frei und dahinter oder auf der Rückseite kommt dann ein Symbol zum Vorschein. Das gleiche Symbol gibt es nochmal auf einer Wassertüre und wenn beide offen liegen, kann man sich zwischen den beiden Türen hin und her bewegen. Was bedeutet das jetzt? Weil unsere Aufgabe ist, wir müssen die Schildzwerge, die hier bei Kram stehen, mit einer gewissen Summe an Roteisensteine auf Feld 17 ablegen, bevor der Erzähler das Feld E erreicht. So, und wie machen wir das? Jedes Mal, wenn wir eben diese Türen öffnen, können wir uns den obersten Stein nehmen. Dahinter sind irgendwelche Werte angegeben. Oder wir nutzen die Türen einfach nur so zum Transportieren, zum Hin- und Herlaufen, dann werden sie nicht geschlossen. Nutzen wir jedenfalls die Möglichkeit der Steine, dann müssen wir sie zumachen. Das heißt, wir müssen sie wieder aufmachen, um sie benutzen zu können. Ihr könnt euch vorstellen, so wird es die ganze Zeit jetzt hin und her gehen. Sollten wir das bis E erreicht haben, lesen wir die Karte Stein auf Stein. Und jetzt
geht's weiter im Abenteuer. Gut, der Kram hat seinen Zug gemacht. Wir gehen in Uhrzeigersinn weiter. Soll ich hergehen und trinken? Kannst den du, Brunnen, ja, weil ich ja stehe gleich daneben. Ja. Oder soll ich die Türe aufmachen? Nein, nein, passt. Trinkst du nur. Dann trinke ich einmal. Brunnen. Typisch Krieger, immer durstig. Dann bewege ich mich für eins hier rüber. Und als freie Aktion darf ich den Brunnen leeren. Okay. Ich gehe 1, 2, 3, 4, 5. Ist ja meine besondere Stärke. Die Aera ist dran, oder Yara ist die dran. Die Zauberin. Genau. Ich würde sagen, sie könnte ja, da wir überhaupt kein Gold oder sowas haben, wir haben eigentlich nichts. Wir haben gar nichts, außer ja, die Stiefel. Ja. Werde ich mal die Nebelplättchen aufdecken. Müsst du Nebelplättchen aufdecken gehen? Das heißt, du gehst eins, mit ihr. 1, 2, 3, 4 machen wir gleich. 4 nehmen wir okay. Das erste. Eine Karte. Das heißt 4 und eine Karte. Ja. Dann. Uiuiui. Eine wunderschöne, sternenklare Nacht gab den Helden Zuversicht. Jeder Held, dessen Zeitstein sich jetzt auf dem Sonnenaufgangsfeld befindet, erhält 2 Willenspunkte. Oh, schön. Das, schau, ist, das ist meine deine tolle Karte. Danke. Sehr gut. Ja, naja, weil es so schön war, das legen wir gleich weg. Das haben wir aufgedeckt. Weil es so schön war. Weil es so schön war, probieren wir unser Glück gleich weiter. Dann macht die Bogen. Die Türe aufmachen? Soll sie die Türe aufmachen? Ich weiß nicht. Wir brauchen ja, dann, die Türen, okay, damit wir den Wert dann zusammenkriegen. Mach mal die Tür auf. Pass auf, ja, dann machen wir mal für eine Stunde die Türe auf. Gut, wir haben dieses komische Strich-Strich-H-Symbol. Das heißt, wenn wir jetzt das andere H-Symbol unter den Wasserrunen oder Wasserzwergentüren finden, dann können wir uns da hin und her bewegen, müssen aber die Schildzwerge mitnehmen. Das heißt, wir können uns alleine durchbewegen, aber nur mit den Schildzwergen bekommen wir diese komischen Roteisensteine. Dann ist der Kram am Zug. Ich werde für eine Stunde einmal die Schildzwerge mitbewegen, werde mich herüber bewegen und leere einmal diesen Brunnen für 3. Das ist schon ein Riesenvorteil, wenn man diese Stiefeln hat. Man kann sich einfach besser bewegen. Ja. Gut, der Held, der Thorn, macht's sich einfach, er geht einfach aufs Nebenfeld und sammelt das Heilkraut mit 3 ein. Gut. Was können wir jetzt damit machen? Ich könnte die 3 abgeben, um 3 Felder zu laufen, ohne auf der Zeitleiste voranzuschreiten. Ich könnte die 3 aber auch in einem Kampf abgeben, um 3 Stärke hinzuzuaddieren. Gut. Dann ja, macht sich die Yara am Weg und geht weiter suchen. Sehr gut. Genau. Ein Gold, schau. Ein Gold, wir haben schon ein Gold. Wir haben schon ein Gold. Unsere Zauberin ist am Goldscheffeln. So soll es sein. So, naja. Jetzt soll kommt sie dann die zweite Tür suchen oder soll sie auch aufdecken gehen? Das, was du willst, ich werde drüben mal aufdecken und mal schauen, was da an Wasser drinnen ist. Wir haben noch eine Wassertüre hier. Die nächste Wassertüre wäre hier du unten. Du könntest dich aber mit ihm darauf bewegen, weil dann kannst du auch gleich den Brunnen leeren. Das heißt, sie wird sich entlang des Flusses bewegen. Sie kann sich einmal Richtung 32 3, bewegen, wenn du Lust und Laune hast. 4, 1, 2, 3, 4. Genau, machen wir 4. 1, 2, 3, decken wir auf. Ein Stärke. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das ist immer gut. Stärke und ist immer gut. Geht's. Ich habe halt immer nur diese Befürchtungen, wir haben noch gar keine einzigen Gegner im Spiel, dass wir uns nachher dann erschlagen wahrscheinlich werden. Ja, wie immer, ne? Wie immer. Gut, Kram wird für eine Stunde jetzt einmal die nächste Türe öffnen. Und wir haben einen einzelnen Strich. Okay, wir haben noch keine Übereinstimmung. Wir können uns nicht durchbewegen. Gut, was macht er jetzt? Wir haben gesagt, er bewegt sich jetzt einmal 1, er bewegt sich 2. Er bewegt sich 3 und 4. 1, 2, 3, 4. Und wird auch diesen Brunnen austrinken. 1, 2, 3, 4. 5. Okidoki, okidoki, okidoki. Du bist an der Reihe. Ich bin an der Reihe. Ja, gut.
Also, die Eora bewegt sich nach oben, bitte um für ein Steinchen. Ja. Ein Steinchen. Karte. Karte. Oh, Karte, bitte Karte. Der Handelszwerg Gas lud einen der Helden zu einem Trunke ein. Der Held mit dem niedrigsten Rang entscheidet, ob er mit einem seiner Heldenwürfel würfeln möchte. Bei einer 1, 2, 3 oder 4 verliert er den angegebenen Würfelwert an Willenspunkten. Bei einer 5 oder 6 stellt er Willenspunkte in der Höhe des Würfels her. Also ich habe den Rang 34. Das ist der Zwerg, der Jüngste oder der Kleinste. Naja, dann bitte entscheide, ob du würfeln möchtest. Ja, oder? Push your luck ein wenig. Ein wenig? Ein wenig push your luck, oder? Na, dann push mal. Dann pushen wir mal, oder? Mhm. Schauen wir. Eine 4. Das heißt? Ich verliere es. Puh. 1, 2, 3, 4. Ja, ich habe gepusht und das hast verloren. Du vom Pushen. Das hat man vom Pushen, genau. Gut, und weiter geht's. Gut, dann wird die Bogenschützin das Gleiche machen. Sie bewegt sich um 1. Um 1? Macht hier auf je ein Gold. Schön, du bist gut, dran. Was kann man jetzt noch machen? Ich habe jetzt noch 1 und 2. Wie weit komme ich mit dem? Ich komme hierher für 1 bis hierher, 2 bis hierher. So, was mache ich mit dem? Oder soll ich auch was aufdecken mit Erna? Da wäre aber der Weg wäre verschwendet. Wir müssen uns aber mit den Schildzwergen durchbewegen. Gut, ich muss mich ja nicht die ganze Zeit nur mit den Zwergen, wobei 1, 2, pass auf. Ich kann es zwar jetzt nicht aufmachen, aber in der nächsten Runde kann ich es. Ich werde mich 1, 2 für eine Stunde bewegen und 1, 2 da hinauf bewegen und hole mir zumindest 3 meiner 4 verlorenen Willenspunkte wieder zurück. Mhm. 1, 2, 3. Und werde erst in der nächsten Durchlaufphase das Türchen da oben öffnen. Okay. So, das heißt jetzt, er ist 2 gegangen. Der einzige Nachteil jetzt der ganzen Geschichte ist, wenn ich jetzt mit Thorn auch das Türchen öffne, was ich ja eigentlich vorhabe, haben wir dann 2 Brunnen, die nicht aufgedeckt werden. Können wir damit leben? Ja. Okay, passt. Dann mache ich das. Ich decke das auf. Also ich kann sehr gut Hurra! Damit leben. Hier und hier ist eine Verbindung. Ist zwar ein bisschen lame, dass sie so nah beieinander sind, aber wurscht. Na, das heißt, wir können uns jetzt dafür eine Stunde zwischen den zwei Feldern hin und her bewegen, wenn wir wollen würden. Das ist super. Mit den Schildzwergen, wenn wir hineingehen, kriegen wir einen dieser Roteisensteinplättchen. Und dann wird aber die Tür geschlossen. Das heißt, wir wissen aber, wo die Verbindungstür ist. Wir müssten sie halt dann nachher nur wieder aufmachen. Mhm. Das waren jetzt einmal meine 2. Du bist an der Reihe. Gut, na, weil es so schön ist, macht die Zauberin den nächsten Schritt. Das ist ihr letzter. Und sie bekommt? Und eine Karte. Das liegt da oben. Da haben wir ein Schild drauf. Das ist nicht gut. Die Kreaturen erschöpften neue Kraft. An diesem Tag hat jede Kreatur einen Stärkepunkt zusätzlich. Legt diese Karte neben die Kreaturanzeige. Am Ende des Tages kommt sie aus dem Spiel. So, liebe Freunde, können wir uns eigentlich sparen? Wir haben keine Kreaturen, wir greifen auch niemanden an. Und in Wirklichkeit, sobald die Bewahrerin der dunklen Archive, der schwarzen Archive, ihren Zug gemacht haben, werden wir durch die Reihe passen und der Tag ist zu Ende. Gut, können wir uns eben an die Hutschnur stecken. Gott sei Dank, nichts Tragisches passiert. So. Was macht sie? Wie viele Schritte hat sie noch? 1. Einen hat sie. Ja, dann bewegt sie sich immer auf Feld 16 und okay, das war's. So, ich würde mal sagen, der Zwerg passt. Mhm. Passen. Und passen. Gut. Sehr gut. Jetzt ist es so, das ist halt das einzig Bittere an der Geschichte, ist, dass sich die Türen nach dem Auffrischen der Brunnen ebenfalls wieder schließen. Der einzige Unterschied in der Legende 2 ist eben das, dass sich die Türen schon schließen, wenn man durchgeht mit den Schildzwergen. Das heißt, die machen sich jetzt wieder zu, wir müssen sie wieder aufmachen, sie bleiben nicht offen. Wir wissen aber ein bisschen nach Memory-Effekt, wo die Türen jetzt liegen. Außer, das ist der einzige Vorteil bei der Türe, da steht der Thorn drauf, so nach dem Motto, er ist gerade drinnen, die schließt sich
nicht diese Türe, die bleibt offen. Die macht sich zu, da wissen wir aber, da müssten wir hin. Gut, wir lesen aber wieder eine Karte zuallererst. Oh mein Gott, wieder eines mit Schild. Schwefliger Dunst umgab die Helden. Der Held mit dem niedrigsten Rang würfelt mit einem Heldenwürfel. Die Gruppe verliert Willenspunkte in Höhe des Würfelwurfs. Na bom. Na, Weltklasse. So, jetzt kann ich beweisen, dass ich ein Mieser Würfler bin. Genau. Was habe ich? Es liegt hinterm Baum. Bitte sag mir, dass es eine 1 ist. Boah, das hätte ich vorher würfeln müssen. Gut, ich gebe mal 2 ab. Wir 6 müssen wir insgesamt abgeben. Ich gebe hier 3 ab, sind schon mal 5 und irgendwer muss noch einen hier abgeben. Hier gebe ich einen. Passt. Dann haben wir alles großartig nichts verloren, Gott sei Dank. Naja. Ist zwar bitter, aber okay. So, alle Kreaturen bewegen sich. Ist kein einziges am Start. Sehr gut. Brunnen werden aufgefrischt. Nein. Hier, ja. Deckt sich leider Gottes wieder um. Auf der anderen Seite haben wir wieder einen Brunnen, der aufgefrischt wird. Deckt sich leider Gottes wieder zu. Da oben bleibt der Brunnen leider Gottes uns verwehrt. Hätte ich das Blättchen noch aufgedeckt, da wäre es die Überlegung gewesen, vielleicht doch eine Überstunde zu nehmen. Aber es ist egal. Und, ganz wichtig, der Erzähler bewegt sich eines weiter. Und wir wissen ja, dass bei B wieder was zum Lesen kommt. Und zwar, wenn die Karte Ankunft in der fremden Heimat jetzt noch nicht gelesen wurde, stellt der Erzähler sofort auf N. Haben wir geschafft. Die Helden erreichte Kunde, dass die Trolle, die zuvor von Brandos Schar zurückgedrängt worden waren, sich nun an der alten Zwergeneiche sammeln und sich für die nächste Schlacht rüsten. Legt das große Blättchen Lager der Trolle 39 auf das Feld 39. Naja, das heißt, wir haben das erste Mal sowas Ähnliches wie Gegner. Zumindest haben wir mal ein Lager der Gegner entdeckt, und zwar hier auf 39. Gut. Besetzt bei 3 und 4 Helden Fässer mit jeweils einem Troll, bei 3 Helden ein Fass, bei 4 Helden 2 Fässer. Sobald eine Kreatur Feld 39 betritt, wird sie sofort auf ein freies Fass gestellt, kann fordern nicht mehr bekämpft werden. Um das Lager der Trolle betreten oder passieren zu können, benötigt ein Held mindestens 14 Willenspunkte. Sollte ein Held weniger als 14 Willenspunkte auf dem Feld 39 stehen, wird er sofort auf Feld 38 versetzt. Bauern und Figuren mit einem großen Standfuß können Feld 39 nicht betreten. Sollte sich jetzt ein Bauer dort befinden, wird er auf Feld 38 verschoben. Das heißt, wir stellen jetzt 2 Trolle hier drauf. Dann brauchen wir noch einen Troll. Jawohl, 2 Fässer sind schon besetzt. Dann brauchen wir einen Troll auf Feld 53, ein Troll auf Feld 67 und ein Troll auf Feld 72. Oh, 72. Ah, da, das ist der Händlerwagen, der zerstört worden ist. Gut, dann geht's weiter. Gors auf Feld 33 und auf das Feld 66. Und die 33. Und einen Skral auf 63. Auf 63. Jetzt sind sie da. Genau das, was wir vermutet haben, passiert jetzt. Weiter geht's mit B2. Aus allen Himmelsrichtungen strömten die Kreaturen herbei, um sich beim Lager der Trolle zu sammeln. Dort würden sie sich neu formieren, um das Rittland anzugreifen. Legt jetzt 3 Pfeilblättchen so auf den Plan, dass die folgende Richtungsverlaufen sind. Von Feld 16 auf 38. Von Feld 16 auf 38. Das heißt, sie kehren in Wirklichkeit die Laufrichtung der Kreaturen um. Von 28 auf 38. Und ganz klar von der 38 auf die 39. Das ist egal, von wo Kreaturen daherkommen mögen.
sie laufen automatisch hier in dieses Feld hinein. Nehmt zwei weitere Pfeilplättchen und deckt mit den Rückseiten die aufgedruckten Pfeile ab, die von den Feldern 16 und 28 wegführen. Also von 16, die wegführen, sollen wir abdecken. Okay. Das heißt, die gibt es jetzt nicht. Die sind abgedeckt. Und von Feld 28, die wird auch abgedeckt. Das heißt, da kann es gar nicht irgendwo hinführen. Die Bewegung der Kreaturen erfolgt nach den neuen Bewegungspfeilrichtungen. Das durfte nicht geschehen. Die Helden mussten dafür sorgen, dass die Kreaturen nicht zu zahlreich wurden. Noch waren die Menschen nicht bereit für eine offene Schlacht. Verhindert, dass sich zu viele Kreaturen im Lager der Trolle sammeln. Die Legende ist verloren, wenn es für eine Kreatur, die das Lager der Trolle betritt, kein freies Fass mehr gibt. Das heißt, natürlicherweise, wir müssen Kreaturen davor schon einmal eliminieren. Gut. Was werden wir jetzt tun wollen? Ich werde jetzt mit Kram einmal diese Türe öffnen und schauen, was drunter ist. Das Dreieck kostet mich eine Stunde auf der Tagesleiste. Ich nehme Thorn und werde mit ihm versuchen, darunter zu kommen, weil er ist der Einzige, der das Lager überqueren kann. Das heißt, ich gehe jetzt einmal auf 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich komme da rein. Das ist der große Vorteil. Und. Thorn hat ja das Heilkraut, das ich ja auch noch einsetzen kann. Damit ich nicht zu viel Zeit verplempel, werde ich die 3 ausgeben, um mich 3 Schritte bewegen zu können. Und bin jetzt da unten. Das heißt, ich habe ganze 7 Stunden verbraucht, plus dem Heilkraut. Kann ich nächste Runde aufdecken, damit wir wissen, wie, wo, was, wann. Du bist dran mit Iara. Die Iara, die weiß nicht so ganz, was sie machen soll. Sie geht einfach 1, 2, 3, 4 Felder hierher. Okay, und deckt und macht auf. Das auf. Ja, die Hexe, endlich. Jawohl, sehr gut. 1, 2, 3, 4, gut. Und du bekommst einen halben Hexentrank. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war ja mal ein guter Move. Ein guter Move, ein guter Move, ein guter Move. Also die Hexe ist ja mal da, das ist gut. Sie steht an einem recht guten Platz. Stimmt. So, dann ist die Bogenschützin dran. Die macht sich am Weg zu dieser Tür. Ja, ja? Kann sie gerne machen. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Sie leert einmal. Und muss dann in der nächsten... Mal kurz... Sie geht einmal 1, 2, 3, 4. Genau, das war's. Und sie hat jetzt den Boden geleert. Genau, und dann in der nächsten die Tür aufmachen. Passt. Gut. Das Held, also der Held, der Zwerg wird sich jetzt da 1, 2 für eine Stunde bewegen. Und hierher für eine zweite Stunde. Und wird dann diese Türe nachher aufmachen. Der Thorn. Der Thorn, was macht dieser Thorn? Soll er mir jetzt schon schlafen schicken? Eigentlich bitter, oder? Eigentlich bitter. Da. Aber eine der beiden muss ja passen, oder? Geh! Push your luck, ich mache das auf für eine Stunde und wir drehen sie um. Das Minus. Okay, das ist dort, wo jetzt deine steht, ist die idente Türe. Das passt sehr gut sogar. Das passt hervorragendst. Gut, du bist an der Reihe. Jawohl, also. Die Iara wird sich nicht... zu weit weg bewegen. Ja, da sind auch noch Monster drinnen, gell? Sie wird einmal das Heilkraut, ha? Heilkraut genau holen. Sehr gut. Für eine Stunde. Mhm. So. Die Graue macht die Tür auf für eine Stunde. Das heißt, und da die Übereinstimmung. Sehr gut. Das heißt, er das könnte heißt, die quasi rüber. Sind dort die Übereinstimmung, genau. Ja. Er könnte da drüber. Mhm. Rein theoretisch, weil er kommt am Lager nicht mehr vorbei,
weil ich habe ja Willenspunkte ausgegeben. Sehr gut. So, ich mache jetzt mit ihm für eine Stunde das auf und weiß, dass die zwei verbunden sind. Mhm. Ich kann jetzt da in der nächsten Runde mich da durchbewegen und wir haben die ersten sehr gut Punkte mal safe. Sehr gut. So, was macht jetzt er? Jetzt würde ich ihm aber doch schlafen gehen lassen, weil noch einmal was auszugeben, dann bleibt nämlich diese Türe offen für die nächste Runde. Mhm. Die verschließt sich da oben. Ich würde ihn jetzt schlafen gehen lassen, er wird Erster. Mhm. Als nächstes ist die Yara dran. Was macht die Yara? Die Yara hat noch eine Stunde. Die Yara, die glaube ich wird passen. Wird sie passen? Okay. Aber sie kann jetzt nichts machen. Was macht deine Bewahrerin? Deine Bewahrerin, die Bewahrerin hat noch zwei. Hat noch zwei Stunden. Weißt, das wie heißt, sie das aufdecken? Ha? Naja, bewegen wir uns hierher und decken das auf. Eine Karte. Oh, eine Karte wieder. Wüste Kreaturen verunreinigten die Brunnen am Flusse des Gebirges. Das Brunnenplättchen auf dem Feld 45 kommt aus dem Spiel. 45? Nein! Das ist nicht gut. Egal. Egal. Das ist Abenteuer, mein Schatz. Das ist Abenteuer. So, Kram bewegt sich jetzt für eine Stunde durch diesen Tunnel hindurch. Und würdest du das erste Plättchen einmal anheben von diesen Steinen und mir und sagen, was hinten drauf steht? Trommelwirbel. Ding. 6. Heißt, wir brauchen nur mehr 34. Sehr gut. Was natürlich auch bitter ist, ist, man kann ja nur 2 tragen oder maximal 3 tragen. Mhm. So, ich habe mich jetzt da durchbewegt. Mhm. Der Nachteil an der Geschichte ist halt nur, dass diese Türe jetzt geschlossen wird, sobald ich mich durchbewege. Aber ich weiß, diese Türen sind ident. Aber sie ist in der Nähe. Sie ist in der Nähe, das hast stimmt. Hast du sie um eins bewegt vorhin? Wohin? Wo ich? Ja. Ja, okay, passt. Gut, Yara ist schlafen gegangen. Deiner ist auch schlafen gegangen. Das heißt, die Graue ist jetzt dran. Die Graue ist jetzt dran, das ist die Frage. Sie könnte die Tür noch aufmachen, weil hier ist sie noch offen. Also Blödsinn, denn da habe ich sie nicht bewegt. Ja, Entschuldigung, dann musst du sie bewegen. Habe ich sie, sorry, war mein Fehler. Sie geht rüber. Sie um geht eine rüber. Stunde. Passt. Sehr gut. Gut, jetzt bin ich noch dran. Ich könnte mich ja für 1, 2. Das werde ich machen. Bewegst du mich mit ihm hierher? 1, 2. Genau, somit bleibt die Türe nämlich offen und wir können nächste Runde changen. Hin und her changen. Gut. Ich werde das jetzt machen. Ich werde in die Minuspunkte gehen. Ja? So, ich gebe 2 Willenspunkte ab, also Minuspunkte, 2 Willenspunkte gebe ich ab. Aber warum willst du das machen? Für eine Stunde, mach sie auf und werde dann reißen, nehme mir auch so einen Stein. Nein, das kannst du nur, wenn die Silberzwerge dabei Was? Sind. Was? Drum macht es keinen Sinn jetzt im Moment. Na gut. Dann würde ich eigentlich fast schlafen gehen. Ich kann sie dir vorbeibringen, die Silberzwerge. Gut, dann werde ich jetzt schlafen gehen. Sie bleibt oben, die Tür ist sowieso zu, sie macht sie dann nächste Runde auf und dann müssen wir halt wieder hin. Okay, passt. Gut, da ist eh die Yara, die kann das mitnehmen. Okay, genau. Passt. Gut, dann ja, wird er auch schlafen gehen. Hui, das wird ein Race werden. Karte. Die schönen Klänge eines Horns halten über das Land. Jeder Held, der weniger als 10 Willenspunkte hat, erhöht seine Willenspunkte sofort auf 10. Das ist doch mal schön. Das ist wirklich nett. Okay, das ist sehr nett. Das ist sehr, sehr vorteilhaft. Das finde ich auch. Es bewegen sich alle Kreaturen. Alle Kreaturen bewegen sich. Zuerst einmal die Goas. Er läuft hierher. Dann gibt es einen Goa, der läuft von da drüben hier rüber. Wir haben einen einzigen Skral. Der bewegt sich hier entlang. Und dann kommen die Tröllchen, ein Tröllchen und ein zweites Tröllchen.
Und der dritte Troll läuft nach Adam Riese eigentlich da auf das Feld 18. Das ist der einzige, der Richtung Burg rennt. Dann läuft unser Erzähler ein Feld weiter und wir lesen C.